Moin und herzlich willkommen zu Roblox. Wir spielen heute ein Spiel namens Stafford County Railways. Es ist eins auf Roblox meiner Lieblingsspiele geworden. Wir befinden uns hier gerade bei Stafford East, der Hauptstation des Spiels. Ich kann euch ja mal die Map zeigen. So sieht sie aus. Ja. Mehr brauche ich eigentlich nicht erklären. Wir können ja mal... Ich bin gerade hier eigentlich beim Trainspotten in Stafford East, deshalb bin ich hier auch gerade. Wir können aber mal gerne nach Whitefield fahren, oder? Was haltet ihr davon? Whitefield, Morgenstown. Fahren wir mal Whitefield. Also, dann gehen wir ins Menü und spawnen uns sozusagen als Treiber. Genau hier. Gehen wir auf Connect. Zug in den nächsten Folgen könnt ihr dann auch den Zug auswählen. Eine Abstimmung vielleicht, aber ja. Jetzt wähle ich erstmal aus. Man kann mit der Class 68 kann man nur bestimmte Routen fahren. Aber mit bestimmten Zügen wie Class 360, Class 170 kann man alle fahren. Nur mit der halt nicht. Und die ist nicht so toll, die Klasse, so habe ich sie mir nicht gekauft. So. Also, fangen wir an mit dem Love SCR-Zug, weil ich ja SCR auch liebe. Ich habe mir noch gar nicht freigeschaltet, oder? Wo ist er denn? Doch, habe ich doch, oder? Da ist er. Und ich dachte gerade schon. Das bauen wir doch mal im Stafford-Depot, das ist das größte Depot. Und da ist gerade wer. Ja. Gucken wir mal. Mitten auf der Strecke habe ich jetzt irgendwie keine Lust zu spawnen. Ja, jetzt geht's gut. Weil vor uns war gerade noch ein Zug, können wir gleich sogar sehen. Da fährt er. Da vor uns. Das Cockpit sieht jetzt nicht so schön aus von dem Lauf-SCR-Zug. Aber der Zug an sich sieht richtig schön aus. Hier die Anzeige. Schön animiert. Die Macher sozusagen von dem Spiel ist Charlie Roblox eigentlich. In Cooperation mit Bantech Studios. Und Matix. Matix 2013 hat auch ein bisschen mitgewirkt. Das ist sozusagen die Story von SCR. Ihr seht schon hier, es ist nicht so umfangreich, das Fahren sozusagen. Beschleunigen kannst du mit W, bremsen mit S. So fahre ich auch immer. Halte mich auch meistens zumindest an die Geschwindigkeitslimits. Hier kann ich jetzt nochmal die Maps einsehen, aber nur von Connect, weil ich ja gerade Connect fahre. Wir werden diese Route hier fahren, die hellgrüne, aber nicht nach Victoria, sondern bis nach Central. Hier ist unser Fahrplan. Der geht bisher nur nach Stafford Central. Hier kann ich die Tür noch machen, aber hier steht jetzt auch gerade Please travel to your next stop. Hier war das Horn. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch eigentlich mehr darüber erzählen sollte. Ja, jetzt ist ein Zug vor uns, wie gesagt, und jetzt kann ich halt nicht so schnell fahren. Außerdem kann ich mit 1 die Map aufrufen, mit der Taste 2 den Fahrplan nochmal. Horn kann ich mit H betätigen. C und die Türen mit auch mit T, wenn ich dann gehalten bin, sozusagen. So viel dazu. Ja, hier das Automatic Warning System, so nennen sie das AWS. Das kann ich mit Q wegklicken, wenn es mir eine Warnung über das nächste Signal gibt. Hier fahre ich jetzt gerade in der Stafford Central ein. This train is now approaching. Ja, ich glaube, ihr habt noch nicht so den großen Überblick über das Spiel, this train aber terminates wir werden auch in den nächsten here. Folgen mehr darüber bringen, sozusagen. Terminates here. Ich könnte auch sozusagen die Map wechseln. Die Route meine ich. Platform 4 for the 1737 Stafford Connect Service to Port Benton. So. Calling out. Machen wir die Türen auf. Stafford East. This is Stafford Central. Gerade hat das Spiel so einen kleinen Bug. This train terminates here. Dass die Türen manchmal vorne nicht aufgehen, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich this train has auf Weiterfahren klicke. Gehen sie ganz normal. 1737. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, ich könnte hier auch Change Route machen, da kann ich zu Routen steppen zum Beispiel. Ja, aber ich mache natürlich Continue, wir sind ja noch nicht mal gefahren. So, hier seht ihr jetzt, dass alle Türen auf sind und hier hinten aus. Es gibt in dem Spiel animierte Züge, die sind die hier mit Cockpit, wo man mich auch sieht und also mein Avatar hier in dem Spiel. Stafford, schönes Stafford County Railways T-Shirt. Mein Cockpit ist animiert, sozusagen ausgebaut, der halt nicht. Ich könnte auch nächste Folge, wenn ihr wollt, mal ein... Also
Also ich fahre auf jeden Fall nächste Folge in einer Zug. Und aber auch mal vielleicht so einen Zug fahren, damit ihr mal einen Überblick von dem habt, wie es dort drin ist sozusagen. Hier ist auch für die Passagiere natürlich schöner. Ich kann auch euch in die Videobeschreibung einen Link für SCR packen, falls ihr das mal spielen wollt. Ich finde es irgendwie ein sehr umfangreiches, tolles Spiel. Wir fahren jetzt halt in der Folge nur einmal nach Whitefield, weil das finde ich sozusagen das die beste Route. Das ist meine Lieblingsroute, 10 Minuten. Hier können wir das nochmal so im Vergleich sehen. Hier ist Stafford Central, nächster Stop Stafford East. Nach High Street hat man 2 Minuten und sonst immer nur eine. Und von Horton Rake nach Whitefield wieder 2. So, dann lasst uns mal abfahren. Ich habe euch jetzt nicht die Türen öffnen gezeigt, aber das Öffnen der Türen oder wie die Türen öffnen oder schließen, habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Mache ich in Stafford East. So wird unser nächster Halt sein. Seht ihr hier auch. Hier ist unser Headcode 2W80. W für Whitefield, 2 für, dass wir ein normaler Stopperzug sind. Also ohne, dass wir Station überspringen. Hier seht ihr auch Limited Services. Stafford hier East. Auch. Und welche Züge, die das überspringen, die haben dann einen 9er Headcode. Erlink-Fahrer da. Ja, wie ich schon erzählt habe, es gibt Erlink, Waterline und Connect. Das ist sehr umfangreich, das Spiel. Ich liebe es auch. Und falls ihr mal wollt, dass ich nur fahre und nicht erzähle, könnt ihr das auch gerne mal in den Kommentaren schreiben. Gut. Dann. Ja, es ist gelb, das heißt, es ist nicht rot. Woran das wohl liegt? Ich glaube, es ist ein Zug vor uns, aber ich weiß nicht. Ja, doch, wir haben ihn ja gerade gesehen, wie er vor uns abgefahren ist. Gut. Schön, das erste rote Ding. Ja, ihr werdet gleich sehen, in Stafford East ist momentan ein Dispatcher aktiv. Das seht ihr hier. Hier sind zwei Dispatcher. Also, ich weiß aber, dass in Stafford East einer ist, weil da bin ich gerade schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, vorbeigefahren. Ja, ich fahre auch sehr viel privat. Ich fahre sehr viele Züge und Routen. Ja, ich habe auch alle Erlink, Connect und Waterline. Können wir gerne jede Mal von fahren und ausprobieren. Ja, ich weiß zwar nicht, wo es in den Tunnel da geht, aber na gut. Ja, auf jeden Fall ist hier neben uns noch ein Connect-Fahrer, der mich nicht zurückgrüßt, leider. Hier wird bald eine neue Route erscheinen. Waterline, Erlink, Connect und die haben unzählige Routen. Und hier kommt bald Connect Express. Wir haben hier Connect und Connect Express wird dann nicht türkis haben, sondern lila sogar. Bin ich der Meinung, also von den Spoilern, die habe ich es sozusagen rausgelesen. Da kommt wieder ein Fahrer und diesmal grüßt er mich nicht so toll. Vielleicht sehen wir gleich sogar den Dispatcher, den Disponenten, wie es auf Deutsch heißt. So, wir haben 4 Wagen, also halten wir hoffentlich am 4K-Marker. Ja gut, ein bisschen verfehlt. So, jetzt kann ich euch die Türen zeigen. Zack, da gehen sie auf. Sehr toll. Ah ja, hier. Da ist der Disponent hier, der Dispatcher. Der hat ein Hotel Transylvania 2, dieser dann. Hier steht noch ein Connect-Zug. Der fährt gerade ein, der fährt nach Victoria. Wir fahren aber nach Whitefield. Schöne Route, sehr schöne Route. Gut, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen verspätet und fahren jetzt ab nach High Street. Jetzt. This is a connect train to Whitefield. The next station is High Street. Ist halt auf Englisch. Damit ihr auch wisst, nein. Oh, ich war zu schnell. Der erste schreibt ja auf jeden Fall schon mal Hi. Hi. This train is now approaching High Street. So, hier ist mal Thank You. Ja, Thank You. Aber egal. Ich wollte eigentlich THX schreiben, aber egal. Whitefield Lilo, Stafford USC, Woodhead Lane, Horton Rake, and Whitefield. This train has 4 coaches. Ich war hier erstmal. This is High Street. In.
This is a connect train. Wir sagen Ihnen mal, dass Whitefield. The next station is Whitefield, Lido. Die Station danach. This train is now approaching Whitefield, Lido. Das Video geht schon 10 Minuten. Das ist schon lang für ein SR-Video. Wir sind ja aber auch eigentlich ganz pünktlich. Wir werden nicht pünktlich in Whitefield anfangen. Weiß ich nicht, aber genau. Auf jeden Fall werde ich mehr von SCR bringen. Stepford UFC, Woodhead Lane, Horton Rake and Whitefield. Wenn ihr Lust darauf habt, dann könnt ihr gerne als Feedback in die Kommentare schreiben. So, ja, hier perfekt gestoppt, oder? Perfekt. Gut. This is Whitefield. Oh, jetzt ist hier wieder dieser Türenbug. Ich hasse ihn. Mensch. Das ist hier gerade das Schlechteste von der Serie. Ich weiß auch nicht, ist die vielleicht liegt es auch an den Zügen. Ja, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter. Hier schließen sich die Türen. So, hier können wir jetzt Vollgas geben zum UFC. Wir haben nur 4 Passagiere. This is a connect train to Whitefield. The next station is Stepford, UFC. Gut, so, weiter geht's hier. Komm, please. Please. Ja, schöne Schreibfehler. Schöne Umgebung hier. Oh Gott, wir können ja schneller fahren. Ich habe gerade vergessen, dass wir mit der Klasse 1110 350 unterwegs sind. This train is now approaching Stepford, UFC. Stepford next service to Whitefield. Calling at Woodhead Lane, Horton Rake, and Whitefield. This train has 4 coaches. This is Stepford UFC. So, die haben jetzt gebeten, dass sie erst den Zug bitte betreten sollen. Ich weiß nicht, was wir mit denen machen sollen. Ich habe jetzt geschrieben, wir brauchen sie für das Video, aber ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Hier können This wir is a connect train to Whitefield. Ja. The next station is Woodhead Lane. Ich frage sie jetzt, was ihre favoritisierten Routen sind. Ja, der Typ bringt das also train is now approaching Woodhead Lane. Ja. Also, dann fahren wir jetzt hier in Woodhead Lane ein und Horton Rake parken diesmal wieder perfekt. This train has 4 coaches. Gut. This is unser Ziel ist Woodhead Lane. Ja, habe ich schon erwähnt. Gut, nächstes Mal werde ich auch mehr vom Menü erklären. Das ist jetzt nur sozusagen der Einstieg. Wir rekorden schon fast 14 Minuten. Das ist schon lang für ein Video. Wir haben noch 2 Stops also. Bisschen noch vor uns. Jetzt reichen was hier. Sagen, this is a connect kann. Train to Whitefield. The next station so. Is good. Horton Rake. Dann mal auch mal zu Horton Rake. This train is now approaching Horton Rake. 1746 Stepford Connect service to Whitefield. Calling at Whitefield only. This train has 4 coaches. This is Horton Rake. My train exit at Whitefield.
Einer ist noch drin, ne? Ja, der andere hat Relief, der Kleine. Gut. Ab geht's nach Whitefield. This is a connect train to Whitefield. Schon gut auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie hier das schon gestaltet. Gerade schön finde ich die Route von Hortonrake nach... Ne, Hortonrake ist nicht, ne? Oder mal kurz, von Woodhead Lane nach Stamford UFC. Da sind die schönen Felder, die so gelb sind. Die finde ich schön. 15 Minuten Video jetzt schon. This train is now approaching Whitefield. Für mein erstes Video This hier. Train terminates here. All change, please. Ja. This train is the service from Stepford Central. Deshalb beende ich hier jetzt das Video at Whitefield. At Whitefield, ja. Ich bin ja schon hier Engländer. So, werde ich hier mal stoppen, perfekt. Wenn man den Buffer übrigens rührt, dann wird man dies so passt, perfekt. This is Whitefield. This train terminates here. All change, please. Bye, sag ich noch. So, Leute. Dann werde ich beenden. Ja. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ja, gut. Nächstes Mal erkläre ich mehr vom Spiel. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag oder sonst was. Tschüss.